Servus Freunde, herzlich willkommen hier zum großen Preis von Mexiko, wo wir auf den Circuit de Carlos Pache, glaube ich, heißt er, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Nee. Circuit, ne, Hernando Rodriguez, glaube ich. So, egal. Ich würde sagen, wir hören uns die Voicemail an und dann gehen wir auf die Strecke. Das ist nämlich wichtiger, wir wissen das Layout. Sorry, Emma, ich wollte ja nicht reinplaudern. Wir müssen mindestens Fünfter werden vor Bottas und die Meisterschaft Platz 9 erreichen. Das ist natürlich nicht die Schwierigkeit. Wir wissen, wie die Strecke geht. Wir müssen den Namen nicht wissen. Dementsprechend gehen wir rein und wir sehen uns dann gleich zur Startaufstellung wieder. Genau, wir gehen auch hier zur Strecke. Das habe ich ganz vergessen. Wupp, hier, richtige Taste. Und gleich sehen wir uns wieder. So, und jetzt sehen wir gleich hier die Startaufstellung zum Gran Premio de Mexico. Lewis Hamilton auf der 1 vor Vettel auf der 2. Auf der 3 folgt Räikkönen vor 4, da wo wir stehen, mit einem neuen Gesicht. Auf der 5 Perez, auf der 6 Bottas, 7 Grosjean, 8 Sainz, 9 Ocon, 10 Magnussen, 11 Hülkenberg, 12 Massa, 13 Van Dorn, 14 Palmer, 15 Kvyat, 16 Stroll, 17 Ricciardo mit Strafe, 18 Alonso, 19 Wehrlein und 20 Ericsson. Stimmt, wir haben eine Chance auf den Titel, aber dazu muss der liebe Alonso sage ich, der liebe Vettel hier gleich dreimal ausfallen. Ansonsten besteht da gar keine Chance mehr. Wir müssen dreimal siegen. Beziehungsweise zweimal siegen und beim zweimal muss der liebe Ferrari-Pilot da vorne ausfallen und dann im letzten Rennen müssen wir vor ihm landen, damit dass wir hier überhaupt noch eine Chance haben auf den Titel. Aber ich würde sagen, wir gehen gleich mal hier rein in die Rennstrategie, die uns auch dementsprechend mehr verraten wird über das Rennen hier heute. Und zwar in Runde 7 gehen wir an die Box, holen uns den Ultrasoft-Reifen und fahren dann bis Runde 8 auf dem Super Soft, so nicht Ultra. Und ja, ich würde sagen, rundentechnisch 2,5 Runden dürfte gut passen. Wir fahren hier nämlich relativ viel Fett mit den Geraden oder gehen wir hoch auf 3 Runden. Das dürfte, glaube ich, gut passen. Dann würde ich sagen, start mal rein ins Rennen. Wir haben eine Einführungsrunde mit dabei, wo wir noch schön drüber labern können. Aber ja, mit dem Versprechen, da habe ich es heute schon den ganzen Tag so ein bisschen. Ja, bei uns ist jetzt dann in der Firma Inventur so ein bisschen aus Nähkästlichen plaudern. Und da habe ich jetzt auch immer schon Betriebsurlaub an Start. Jeff, sei leise. Ja. Da habe ich jetzt auch immer anstatt Inventur Betriebsurlaub gesagt heute den ganzen Tag. Und ich habe ja 2 Azubis bei mir. Und genau in der Woche, wo relativ viel zu produzieren ist, sind die Azubis halt nicht da. Und ich wollte eigentlich sagen, genau, wie soll ich sagen, wie habe ich das schon nochmal gesagt, dass ich jetzt keinen Blödsinn sage. Genau, immer wenn so viele drin sind, sind die 2 Chaoten nicht da. Und das habe ich mir auch gedacht, aber gesagt habe ich immer, wenn so viel da drin ist, sind die 2 Idioten nicht da. War natürlich überhaupt nicht von mir so gemeint. Ich mag meine 2 Azubis. Ich bin mit denen gut befreundet. Einen kennt ihr ja davon, Stefan. Und Alter, das war mir so blöd. Ich bin mir so dumm vorgekommen. Ich war klitzeklein. Also ich hätte unter den Teppich gepasst vor lauter. Ach, oh Gott. Naja, drum. Also wundert euch nicht, wenn ich mich heute hier so ein bisschen verspreche. Das ist nicht wirklich mein Tag. Also nochmal an dieser Stelle, ja, sorry für die Versprecher, die noch kommen werden. Und ich hoffe jetzt mal, dass wir am Start den Räikkönen hinter uns halten können, weil dann machen wir auch wieder einen Schritt in Richtung Ferrari, dass wir da eventuell die Ferrari-Dominanz sprengen können, die bisher immer von Mercedes bestanden hat. Wie gesagt, Vettel muss nur vor Räikkönen bleiben, dann ist er Weltmeister. Wir greifen natürlich Räikkönen an, weil wir noch den 2. Platz in der Meisterschaft haben wollen. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt aber leise, wünsche euch viel Spaß und ja, wir hören uns nach dem Action in der ersten Runde wieder.
kein guter Start, Leute. Aber gut durchgedrückt. Gleich mal hier ordentlich Abstand reingeholt auf Vettel. Falls ich hier mal ein bisschen rauskomme, dürft ihr mir bitte nicht übel nehmen. Die Streckenführung ist ja doch relativ komplex und ist mit einem schwierigen Auto doch um einiges anders zum Fahren als wie im Qualifying. Und hier wird eine Sektion sein, wo wir immer mit Fett fahren werden. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir so generell hier im Rennen gegen die anderen auswirken können. Wir haben schon mal eine Sekunde Vorsprung auf Vettel. Das ist gut. Am Ende der Gerade schalten wir mal runter auf Standard. So hier ungefähr. Und hier die zweite Gerade natürlich wieder fit. Alonso ist aus dem Rennen. Boah, leicht drüber gekommen, das wollte ich jetzt nicht. Hier wieder auf Fett, wieder zurück. Jetzt hier wieder auf Fett und Vettel ist. Ne, Rekön sogar. Rekön nur 0,8 hinter mir gewesen bei der Startziellinie. Und da kommt schon der Rekön ran. Und Vettel kann die Pace nicht mitgehen. Und jetzt dürfte es natürlich für Rekön hier kein schweres Spiel sein, vorbeizugehen. Zweite DRS-Zone nicht ganz so geeignet zum Überholen. Richtig weit raus. Oh, das ist auch nicht schnell. Man sieht es hier. Der Rekön hinter mir ist mehr oder weniger schneller wie wir.
Und jetzt kriegt er uns easy. Sage ich ja, kein Problem. So, ich habe gerade ein Problem. Wartet mal, ich muss hier kurz mal die Windows-Taste drücken. Denn mir hat es da ein kleines Fensterchen geöffnet unten und das ist genau vor der Drehzahlanzeige. Dementsprechend richtig scheiße für mich. So. Aber jetzt geht's hier weiter und jetzt sehe ich auch wieder die Drehzahlanzeige. Recon bricht hier ein bisschen ab. Also der ist nicht mehr ganz so nah dran wie vorhin noch. Ich weiß nicht, ob der einen Flügelschaden hat oder nicht. Das kann ich von hier aus nicht ausmachen. Hier jetzt einfach versuchen, Stand zu halten. Das war scheiße. Das tut es sich wieder leichter hier mit DRS. Nee, er bleibt hinten. Boxenstopp. Da habe ich überhaupt nicht mit einem Angriff von ihm gerechnet. Also das ist natürlich eine ziemlich untypische Stelle für ein Überholmanöver. Aber auf das KMH genau reingefahren. Hamilton geht noch rein und Vettel sind an der Box. Go, exit now. We're racing on the exit. Dann gehen wir gleich dann mal auf Fett, damit dass wir hier wieder schön rauskommen. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Da sind wir als 12. wieder rausgekommen.
Wäre natürlich so, lieber so rausgekommen, wie der Hamilton rausgekommen ist. Ohne Verkehr. Na, warte mal kurz hier. Ich habe jetzt nämlich dadurch, dass ich hier an Alonso vorbeigehen wollte, völlig den Bremspunkt übersehen. Yes, DRS. Das Gute ist, ich habe jetzt hier noch Stroll dazwischen. Der natürlich ordentlich den Raycon aufhält. Und da habe ich schon mal wieder einen schönen Vorsprung. So, wir sind aber nur ein bisschen schneller, als wie es Raikön in seiner schnellsten Runde war. Aber wir können ja noch ein bisschen Fett verbraten. Eine Runde, würde ich sagen, geht noch. Oh, schon wieder hier viel zu weit rausgekommen. Nochmal kommt man uns ein bisschen verbessern hier, aber Raikön gleich mal eine bessere Zeit gesetzt. Wundert mich nicht. Der Junge will jetzt hier angreifen. Ich muss auch versuchen, dass ich ihn aus dem DRS-Fenster rausbehalte. Boah, das war jetzt schlecht. Da habe ich viel Boden hergeschenkt. Oh, sorry Leute. Oh, ich bin nicht zufrieden mit meiner Leistung hier. Das ist der blöde Leistungsdruck. Du dafür jetzt hier kein DRS nicht auf Fett umschalten. Da verliere ich auch wieder ein bisschen was.
Und ich habe richtig viel hergeschenkt. Siebzehneinhalb Sekunden Vorsprung auf den Teamkollegen. Das ist ja schon mal ein gutes Gefühl. Ich glaube, hier das Ganze im vierten Gang fahren ist auch nicht schlecht. Ja, jetzt war endlich einmal die Linienführung hier durch, perfekt. Und da rollt schon wieder hinaus. Eine Sekunde, 0,1 Sekunden unter sich aktuell pro Runde. Van Dorn ist es. Komm. Was haben wir jetzt? Oh, eine 08, das heißt, er ist im DRS-Fenster. Mir ist das egal, ich fahr gleich weiter, Kollege. So, jetzt heißt es hier verteidigen. Van Dorn jetzt hier unterwegs. Natürlich die falsche Seite ausgewählt zum Vorbeifahren. Kann ein bisschen mehr Speed aus der letzten Kurve mit rausnehmen. Ich bin gar nicht zufrieden, ich verschenke so viel Zeit.
der letzten Kurve raus habe ich noch mehr Grip wie er. Das hilft mir hier an dieser Stelle. So, hier gehen wir jetzt mal kein Fett. Aber wir müssen schauen, dass wir uns noch hier Fett genügend aufsparen für die letzten zwei Runden, für die Start-Ziel-Gerade und für die DRS-Zone halt. Also das ist nämlich mehr oder weniger meine Versicherung hier für den Sieg. Er kommt nicht nah genug ran. Some information on Vettel. They're slowing down. It seems like there's some kind of problem with their car. Our gap to our teammate is 21.4 seconds. This is your. Das wäre sogar wirklich noch mal die Chance für Rechnen. Bitte in der letzten Runde auszuscheiden. Ich muss zwar sagen, ich bin mit dem Rennen nicht zufrieden, aber es war eins der besten Rennen, die ich hier in Mexiko gefahren bin. Oh, das ist geil, das habe ich auch noch nie gesehen. So, und das ist der Rennsieg. Jawohl. Platz 1. Hätte ich mir nicht gedacht. Hätte ich mir echt nicht gedacht. Bin ich aber sehr froh darüber. Und da rollen wir jetzt aus, weil wir keinen Sprit mehr haben. Aber gut, das ist egal. Wir stehen ganz oben. Von Red Bull. Was für ein überzeugender Sieg. Stefan, ja, danke, Sam. Hier wohl den Unterschied ausgemacht. Ich würde sagen, es war schlicht und einfach das Tempo. Wir können den ganzen Tag über Strategien sprechen, überholen, auf die Reifen aufpassen. Aber wenn man gewinnen will, muss man halt vor allem schnell sein. Und genau das waren sie heute. Esteban Ocon ist Achter geworden. Gratulation an dieser Stelle. Sieger dieses wirklich tollen Rennens. In letzter Zeit haben alle hart an der Perfektionierung der Autos gearbeitet. Und last but not least können Sie die Früchte der Arbeit ernten. Red Bull stemmt die Trophäe in die Höhe.
Ja, das ist der Sieg, keine Ahnung wie viel. Also ich weiß nicht, wie viel wir jetzt eingefahren haben. Müssen wir jetzt nachher mal nachschauen. Können wir am Anfang des nächsten Rennens nachschauen. Ja, auf jeden Fall ein paar durften wir diese Saison sammeln. Ich glaube, 4 sind es an der Zahl. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Das war nicht das beste Resultat für unseren WM-Führenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Ich glaube, ich entscheide mich heute für Daniel Ricciardo. Er hat das Feld heute wirklich ordentlich aufgemischt. Wohlverdient. Das Rennen um den Konstrukteurstitel mag schon entschieden sein, aber Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen würden. Aber den Fehler machen sie nicht. Wir hoffen, sie wiederzusehen. Also bis dann. So, wir gehen jetzt nochmal die Rennpartien durch. Wir haben das Rennen gewonnen vor Kimi Räikkönen und Valtteri Bottas. Hier mitten der beiden Finnen sind wir da. Auf der 4 ist der Pole-Setter Lewis Hamilton. Auf der 5 Sebastian Vettel. Auf der 6 Sergio Perez. Auf der 7 Daniel Ricciardo. 8 Ocon. 9 Grosjean. 10 Palmer. 11 Hülkenberg. 12 Sainz. 13 Magnussen. Hoppla, da müssen wir runterscrollen. Dann 14 Kwiat. 15 Massa. 16 Ericsson. 17 Wehrlein. 18 mit DNF Stroll, dann noch ausgeschieden von Dorn und Alonso, beide McLaren nicht unter den, ja, nicht ins Ziel gekommen. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Wir schauen uns aber noch hier kurz die Rangliste an. Die ist natürlich für uns auch noch wichtig, denn wir sind aktuell nur noch 10 Zähler hinter Kimi Räikkönen. Das heißt, Platz 2 in der Konstrukteurs-WM ist dementsprechend noch möglich. 25 Zähler vor Valtteri Bottas, heißt, wenn wir zweimal ins Ziel kommen, dürft es normalerweise, ja, nicht reichen für den Finn, außer er gewinnt das Ding jedes Mal. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, P3 so gut wie einbetoniert. Wir müssen halt, ja, beide Mal ins Ziel kommen, einmal nicht ins Ziel kommen und der Junge mit einem Sieg zieht da gleich. Da müssen wir noch aufpassen. Daniel Ricciardo immer noch hinter Sergio Perez. Da muss er noch 14 Punkte aufholen. Das wird schwierig in den verbleibenden 2 Rennen. Da müssen wir eindeutig hier noch den Renault ein bisschen weiter bearbeiten. Ansonsten hier teammäßig, ja, klar, Dritter, also da rüttelt nichts mehr, die Platzierungen sind eingefahren, da gibt es nichts mehr. Dementsprechend bin ich jetzt raus. Wenn es dir gefallen hat, wäre natürlich ein Däumchen nach oben sowie ein Abo, eine Weiterempfehlung, super. Beim nächsten Mal in Brasilien sind wir mit Motor-Upgrade am Start. Ich bin jetzt aber raus, ciao Leute.